Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play, das da heißt Fallout New Vegas. Ja, ich werde jetzt einfach mal starten und wir sehen mal, was passiert. Krieg bleibt immer gleich. Als das atomare Feuer die Erde verschlang, überlebten nur jene, die sich in große unterirdische Vaults gerettet hatten. Als diese sich wieder öffneten, zogen die Bewohner in die Ruinen der alten Welt, um neue Gesellschaften zu bauen, Dörfer zu gründen und Stämme zu bilden. Im Laufe der Jahrzehnte vereinte sich das, was einst der amerikanische Südwesten war. Unter der Flagge der Republik Neukalifornien, die sich der Werte Demokratie und Gesetzestreue aus der alten Welt verpflichtete. Mit der Republik wuchsen auch ihre Bedürfnisse. Späher zogen ostwärts, um in der gnadenlosen Weite der Mojave-Wüste nach Land und Reichtum zu suchen. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie von einer Stadt, die vom Brand der Sprengköpfe unberührt geblieben war, und von einer großen Mauer am Colorado. Die RNK mobilisierte ihre Armee und schickte sie nach Osten, um den Hoover-Staudamm zu besetzen und wieder funktionsfähig zu machen. Aber auf der anderen Seite des Colorado war eine andere Gesellschaft unter einem anderen Feldzeichen aufgestiegen. Caesar's Legion. Eine riesige Armee aus Sklaven, die durch Eroberung von 86 Stämmen entstanden war. Seit 4 Jahren hält die Republik den Damm, gerade so gegen die Anstürme der Legion, und die Legion zieht sich nicht zurück. Auf der anderen Seite des Flusses sammelt sie Kraft. Lagerfeuer brennen, Kampftrommeln werden geschlagen. Während all der Zeit blieb der Strip von New Vegas für Geschäfte geöffnet, kontrolliert von seinem geheimnisvollen Aufseher Mr. House und seiner Armee aus rehabilitierten Stammesangehörigen und Polizeirobotern. Sie sind ein Kurier, der im Auftrag des Mojave Express ein Paket zum Strip von New Vegas liefern soll. Doch die einfache Zustellung nahm eine unerwartete Wendung. Du hast, was du wolltest, also her mit der Kohle. Jetzt heul hier nicht rum, Kumpel. Ratet mal, wer hier drüben aufwacht. Es ist Zahltag. Mann, hast du's bald? Vielleicht nieten die Kahne ja Leute um, ohne ihnen ins Gesicht zu sehen. Aber ich bin kein so ein linker Hund. Klar? Das war deine letzte Liebe. Tut mir leid, dass du da reingezogen worden bist. Für dich sieht das sicher wie eine ausgewachsene Pechsträhne aus. In Wahrheit war es von Anfang an ein abgekartetes Spiel. Thank you.
mit der Ruhe? Sie waren für einige Tage außer Gefecht. Warum entspannen Sie nicht erstmal? Orientieren Sie sich. Mal sehen, wie groß der Schaden ist. Was ist mit Ihrem Namen? Können Sie mir Ihren Namen sagen? So, da sind wir wieder zurück. Wie nennen wir uns denn? Wir nennen uns mal... Pi. Nicht unbedingt das, was ich für Sie ausgewählt hätte, aber wenn das Ihr Name ist, dann ist das Ihr Name. Ja. Ich bin Doc Mitchell. Hallo Mitchell. In Good Springs. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, aber ich musste ein wenig in Ihrem Schädel wühlen, um das ganze Blei rauszuholen. Das braucht kein Mensch. Ich bin stolz auf meinen Umgang mit der Nadel, aber Sie sollten mir lieber sagen, wenn etwas nicht an der richtigen Stelle ist. Ich glaube, dann würden wir jetzt schon nicht mehr aufgewacht sein, oder? Wie habe ich es gemacht? Ja, wir, würde ich erstmal sagen, sind weiblich. Ich muss mal einmal ganz kurz mich raustemmen. Was habe ich jetzt gemacht? Weil Avira mal wieder dazwischen kam. Weiter. Ja, die meisten Dinge stimmen ja. Die wichtigsten. Wir sind weiß, würde ich sagen. Nee, weiß. Das? Nicht das, das davor? Oder das? Nee, das erste. Wir nehmen das erste. Entschuldigung. Ich habe damit nicht gerechnet. Wusste nicht, dass das bei dem Spiel schon geht. Weil ich das überhaupt nicht kenne. So. Ein Stückchen höher die Augenbrauen. In den Augen tut sich so gar nichts. So. Ich lasse die normal aussehen, nicht, irgendwie merkwürdig. Kann man die auch irgendwie drehen? Oh, jo, komm. Kann man die Nase irgendwie ein Stückchen... Ja, komm. Das sieht doch gut aus. Geht's weiter? Ich möchte keinen Hocker, Höcker. Lunge ist gut. Der Mund. Schön aufgespritzten Mund. So. Die Wangen. Da ist kaum ein Unterschied. Nee, wir machen das so. Ja. So. Ja, so können wir bleiben. Aber dann nehmen wir an. Oh, hupsala. Entschuldigung.
haben keinen Bart. Das Alter. Oh, wie cool, wir können die altern lassen. Nee, wir bleiben mal so. Weiß ich nicht jetzt etwas. Warte. Ton. Irgendwas stimmt mit ihrer Gesichtsform nicht, aber ich kann nicht sagen, was es ist. Wir lassen es jetzt mal so. Weiter. Die Frisur, obwohl, das könnte eigentlich... Das ist auch sehr schick. Oh, das ist ja auch hübsch. Ich denke, hier ist alles durcheinander. Sowohl Männer als auch Frauen. Ach du Scheiße. Hausgöttin, das ist ja auch hübsch. Soll ich nehmen das? Eine harte Nacht haben wir hinter uns. Ich denke, wir bleiben dabei. Das ist ganz hübsch. Gefällt Ihnen Ihre Figur? Ja. Gut. Ist gut so. Es bringt nichts mehr, Sie im Bett zu lassen. Mal sehen, ob Sie aufstehen können. Gut. Warum gehen Sie nicht ans andere Ende des Zimmers? Zum Vitalitätstester da drüben. Immer schön langsam. Das ist kein Rennen. Dann lassen Sie mich doch bitte gehen. Mitchell. Oh, es speichert gerade. Gut. Chemiekassen. Es scheint ausreichend chemische Komponenten zu geben, um eine kleine Menge Medikamente herzustellen, sofern man die entsprechenden Kenntnisse hat. Wissenschaft von mindestens 25 erforderlich. Ja, das sollten wir besser in Ruhe lassen. Oh, ein Medex. Dankeschön. Alles noch ein bisschen. Sieht ganz gut aus. Gegengift nehmen wir mal mit, das nehmen wir mal mit. Wir nehmen mal alles mit. Gehen Sie rüber und probieren Sie den Vitalitätstest aus. So merken wir schnell, ob Sie wieder alle Fähigkeiten beisammen haben. Gut. Hoppla. Weiß ja nie, was ich hier machen soll. Ich habe das nicht verstanden. Sie werden feststellen, dass es ein paar Cowboys mit... Entschuldigung. Mit einem Engel schon mal ein Talent fürs Süßholzraspeln gibt. Weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ganz ehrlich. Das war es nicht, was ich wollte. Was dann dabei rauskommt, aber wir werden es sehen.
komme ich hier raus? Achso, ich muss die Punkte verteilen. Wie viel? Ja, so viel sein. So, und jetzt? Ich musste also Punkte verteilen. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, das ist ein recht normales Ergebnis. Aber nach dem, was Sie durchgemacht haben, sind das gute Neuigkeiten. Das ist sehr schön. Wir wissen, dass Ihre Lebenszeichen gut sind. Trotzdem könnten die Kugeln aus Ihrem Gehirn einen Haufen Großhorn-Dung gemacht haben. Das wollen wir ja nicht. Es, wenn Sie sich auf die Couch setzen und ein paar Fragen mit mir durchgehen. Wahrscheinlich nicht, ne? Ob Ihre Hunde noch richtig bellen. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Habt ihr's gefreut und bis zum nächsten Mal.